Was soll das? Das ist Werbung. Ja, aber wofür? Für mein Geschäft. Dein Geschäft ist ein Sexshop. Eine Erotikboutique. Ein kleiner Unterschied. Der kleine Unterschied. Du bist doch total wahnsinnig. Klausi! Isolde? Bei seiner letzten Freundin hat er sich einen Tripper geholt, der ist noch nicht ganz ausgeheilt. Ist das echt jetzt? Deine Frau hat einen Sexshop? Du hast Tripper? Nein. Überträgt sich Tripper auch bei... Du weißt schon. Heute ist unser Hochzeitstag. Der 24. Du kannst dich erinnern. Wir zwei in der Hochzeitsnacht. Im Stadel vom alten Heubauern. Klaus, ich weiß nicht. Wir hatten es doch auch schön. Erinnerst du dich? Als die Kinder noch klein waren? Wir sind doch eine Familie. Lass uns das nicht alles wegwerfen. Nur wegen einem Augenblick der Schwäche. Was soll das? Ich bin heute nicht Klaus und du bist nicht Emma. Spiel einfach mit. Du warst ein böses, böses Mädchen in den letzten Wochen. Kommst spät nach Hause, hast ein Hundehalsband um den Hals. Hab ich dir das erlaubt? Klaus, was soll das? Ah, da schaust du, wie ich das weiß. Hey, was machst du da? Ich erfülle dir nur, was du seit Jahren willst und von mir geheim hältst. Ich halte nichts von dir geheim. Hör auf! Und jetzt mach mich gefälligst los, ich mag das nicht. Wirklich nicht? Mach das nie wieder. Okay, okay. Glaubst du, das sind meine geheimen Wünsche? Ach. Wenn ich nicht so ein zivilisierter Mensch wäre, dann würde ich dich jetzt echt verprügeln. Oh, ich hab nur geglaubt, ich hab... Hier. Klaus, was... Ach, komm. Kannst du die andere zumachen? Was machst du da? Du willst mich schlagen. Ich sag mir, dass das ein Scherz ist. Komm, schlag mich, Emma, komm. Komm, schlag mich. Und? Gefällt dir das? Ja. Was bildest du dir eigentlich ein? Stopp, stopp, stopp! Ich will noch nur unsere Ehe retten. So? Stopp, 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 stopp! Du bist irgendwie so anders, so fremd. Du gehst fremd und ich bin fremd. Was in den letzten Wochen passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Das waren keine Wochen, Klaus. Das waren Jahre. Emma, es tut mir so leid. Aber warum willst du dich denn dann trennen? Ja, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Ciao, die Kinder sind groß, aus dem Haus und wir sind frei. Frei von unseren Pflichten.
Jetzt kommt die Kür. Unser Leben kann beginnen. Du kannst doch nicht etwas unterschreiben, ohne mich vorher zu fragen. Und offenbar schon. Ich habe damals auch unterschrieben, dass ich deine Frau sein werde, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist doch nicht dasselbe. Nein, weil das eine bringt Geld, das andere kostet Nerven. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Jetzt hör mal zu, ja. So kurz vor der Wahl können wir uns keine Fehler mehr leisten. Was machst du eigentlich hier? Wir duschen und umziehen. Ich habe jetzt gleich den Fototermin für die Wahlplakate. So, wir müssen das gemeinsam durchdenken und entscheiden. Ja. Na? Langer Arbeitstag. Wein? Du zerteilst das Haus in Zonen. Du verweigerst mir das Badezimmer. Das ist Terror. Du terrorisierst mich. Ich dachte, ich langweile dich. Du führst dich so kindisch auf. Weil du so erwachsen bist. Ich lebe nur mein Leben. Zumindest versuche ich's. Ich lebe auch mein Leben. Zumindest das, was davon noch übrig ist. Okay. Ist das Ihre Frau? Ja. Aber ich erkenne sie nicht wieder. Das ist schlecht. Ist das jetzt Ihre Frau oder nicht? Ja. Na, ist auf einer Wahlveranstaltung? Trägst du jetzt Lipgloss oder was? Isolde könnte deine Tochter sein. Weißt du, was mir vorkommt? Du hast dich irgendeiner obskuren Sekte angeschlossen. Suchst du dich jetzt selber oder was? Ich suche was, was mir schon seit langem fehlt. Meinen Orgasmus. Du weißt vieles nicht. Für wen machst du dich so hübsch? Und was ist das da im Geschirrspüler? Du hast einen Make-up-Pinsel, der vibriert? Damit kann man sich besser pudern. Ich habe keine anderen Frauen mehr im Bett. Und Isolde auch nicht mehr. Hast du ihr den Nippelclamp nicht fest genug angesetzt? Oder sie zurück zu ihrem Mann? Sie ist tatsächlich verheiratet. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich hätte wirklich was sagen sollen, aber was? Wie du dich fühlst. Das hätte schon geholfen. Dann machen wir das so. Ab jetzt. Jetzt bin erstmal ich dran.